Willkommen zu unserem Himmelfahrtsgottesdienst, liebe Gemeinde. Dass Himmel und Erde zusammengehören, ja sich berühren, ja ineinander verwoben sind, das darf uns durch die heutige Erzählung von Christi Himmelfahrt wieder ganz neu bewusst werden. Wir freuen uns, endlich wieder gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Nach einer gefühlten Ewigkeit können wir uns wieder versammeln und auch Gott in unserer Mitte begrüßen. Wir feiern diesen Gottesdienst ganz bewusst als ökumenische Feier. Wir zeigen damit, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Von der evangelischen Kirche, Pfarrerin Karin Keck, von der evangelisch-methodistischen Kirche, Pastor Martin Schneidemesser und von der katholischen Kirche ich, Gemeindereferentin Helga Simon. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und freuen uns, dass Sie gekommen sind, so zahlreich gekommen sind. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt war das ja ganz nett zu beobachten, wie manche unsicher sind. Und das ist auch das, wozu wir einladen, wenn Sie unsicher sind und das Gefühl haben, Sie sind nicht weit genug weg von anderen, behalten Sie den Mundschutz an. Aber ich denke, wir haben freien Himmel über uns und genug Abstand. Die meisten können ihn einfach weglegen und wir dürfen dann auch leise singen. Und vor allen Dingen lädt uns der Psalm für diesen Tag auch ein, uns zu bewegen und miteinander Gott zu loben. Vielleicht auch in leisen Worten, aber vor allen Dingen auch mit Bewegungen. Und so lade ich Sie jetzt ein zum Lob Gottes mit Worten und Gesten aus Psalm 47. Und auf dem Liedblatt sind da immer Zeilen fett gedruckt. Und die möchte ich mit Ihnen wiederholen und auch dazu Bewegungen machen. Also man darf jetzt ruhig, wenn man auf der Wiese steht, auch sportlich sein. Man darf Bewegungen mitmachen und so hoffe ich, dass die Kinder da drüben mich auch sehen, dass ihr die Bewegungen auch mitmacht. Wo sind noch Kinder? Weil einmal mitten im Psalm brauche ich unbedingt auch die Kinder. Lasst uns beten. Schlagt froh in die Hände alle Völker. Gott will, dass wir uns freuen. Klatscht froh in die Hände. Alle gemeinsam. Klatscht froh in die Hände. Wir schauen heute nach oben, denn Gottes Macht reicht bis in den Himmel. Wir schauen heute nach oben. Wir schauen heute nach oben. Ruft laut, Gott ist unser König. Ihr Kinder, ruft es laut wie ein Echo. Gott ist unser König. Gott ist unser König. Wir verbeugen uns vor ihm, denn er ist der Herr der Welt, in Gedanken oder auch mit dem ganzen Leib. Wir verbeugen uns vor ihm. Wir verbeugen uns vor ihm. Er macht unser Herz fröhlich und niemand sonst soll uns beherrschen. Er befreit uns und macht uns
unser Herz fröhlich. Er befreit uns und macht unser Herz fröhlich. Lobt Gott und tanzt und erhebt eure Herzen und Hände. Gott allein ist König der Welt. Jetzt bin ich gespannt. Lobt Gott und tanzt und singt für ihn. Lobt Gott und tanzt und singt für ihn. Wir möchten uns dir entgegenstrecken, frei sein von allem, was uns herunterzieht und das Leben einengt. Unsere Augen blicken mit Sehnsucht in den Himmel. Gerne würden wir beflügelt hinaufsteigen und das Beschwerliche hinter uns lassen. Und doch werden unsere Hoffnungen immer wieder durchkreuzt. Doch hält die Erde uns gefangen mit allen Einschränkungen. Aber wir gehören dem Himmel, wir gehören dir. Jesus hat uns versprochen, dass wir deine Kinder sind, Kinder des Himmels. Er ging uns voraus und er gibt, was wir brauchen. Durch deine Kraft können wir zusammen wachsen und reifen und mit neuer Kraft jeden Tag auffahren wie Adler in den Himmel. Darum loben und preisen wir dich und erheben deinen Namen. Amen. Geschichte. Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen,
Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiedergekommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Himmelfahrtsgemeinde, ich habe Ihnen ein bisschen Bühleiche mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, hier vorne ein paar Zweige, die ich unten noch gefunden habe. Aber diese Bühleiche wird für mich auch immer mehr zum Symbol. Denn während ich noch überlegt habe, ich habe sogar manche gefragt, ob wir nicht so einen großen Ast von der Bühleiche bringen könnten und hier irgendwie aufstellen, oder während ich diese Zweige gesammelt habe, habe ich ja immer noch gedacht, ja, so war es halt letztes Jahr und die Jahre zuvor, das war doch schön da oben im Grünen. Und irgendwann habe ich dann nach oben geschaut und habe gemerkt, die Bühleiche schlägt oben aus, toll. Und jetzt heute Morgen geht mir es ganz arg so, vielleicht ist es viel besser. Das, was wir jetzt hier haben, vielleicht ist es besser. Aber wir stecken ganz oft in derselben Situation wie auch die Jünger damals bei Jesus, die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Wir müssen warten und uns gedulden. Wir haben was ganz anderes erwartet und erhofft. Sie dachten, jetzt bricht irgendwann Jesu Reich auf der Erde an. Aber das geschah nicht. Und auch das, was Jesus sonst ihnen alles verheißen hat, war ja nicht immer und jeden Tag gleich neu spürbar. Sie sollen auf die Verheißung warten, auf einen guten Geist. Sie wussten vielleicht gar nicht konkret, was das sein soll. Ein Heiliger Geist, der sie erfüllen und ihnen Mut machen wird. Jesus bremst sie aber aus und sagt: Zeit und Stunde sollt und braucht ihr nicht wissen. Sie sollen auf Gottes Geist warten. Er wird ihnen den Weg zeigen, Worte und Weisung geben. Vielleicht haben auch wir am Anfang gehofft, dass die Krise schnell vorübergehen wird, dass es sogar eine Wende zum Guten wird, dass Menschen sich wieder auf die alten Werte oder gar auf den Glauben besinnen, dass es Zeit wird für einen Aufbruch des Himmelreichs. Manches an Hilfsbereitschaft haben wir ja gespürt. Und die Jünger haben das eben auch damals gehofft. Und wir fragen uns ja heute auch, wann wird endlich alles wieder normal? Entweder wie früher oder ein bisschen besser. Doch wir realisieren langsam, wir brauchen Geduld. Warten ist aus diesem Text ein Stichwort, das wir für heute mitnehmen. Es wird kein gutes und schnelles Ende dieser Krise geben. Wir müssen uns auf neue Bedingungen einstellen. Vielleicht sind sie gar nicht schlechter. Aber es ist schon viel, wenn wir es schaffen, als Gesellschaft und Gemeinschaft vor Ort nicht durch Misstrauen, Angst oder gar Hass prägen zu lassen. Und die Engel sagen den Jüngern: Ihr braucht nicht nach oben zu starren. Ihr müsst nicht festhalten am Erinnern an eine Vergangenheit, die auch nicht immer glorreich war, in der ihr vielleicht mit Nostalgie hängt. Das ist auch uns gesagt. Wir brauchen keine Schockstarre haben angesichts Corona. Wir müssen nicht in Lähmung verharren. Aber wir können noch mal neu wertschätzen, was wichtig ist, was wir vermissen und vermisst haben und woran wir weiterarbeiten wollen. Dazu haben wir drei unsere Gedanken mal zusammengetragen, was wir vermisst haben und vermissen. Also ich persönlich vermisse den richtigen, den körperlichen Kontakt zu den Menschen. Ich möchte
ihnen die Hand geben und ich darf es nicht. Ich möchte einen lieben Menschen umarmen und darf es nicht. Ich will jemanden Trost spenden und darf es nicht. Als kirchliche Gemeinschaft haben wir den gemeinsamen Gottesdienst vermisst. Darum freuen wir uns umso mehr, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Als Glaubende haben wir auch die Eucharistie vermisst. Jesu Gegenwart im Zeichen des Brotes. Ich habe persönlich das Singen vermisst. Das Singen im Chor, manche wissen es, ich singe auch in Chören, Gemeinschaften. Und es geht, glaube ich, vielen so. Wir haben heute uns mühsam herangetastet, wie ist das möglich? Aber ich habe gemerkt, wenn ich nicht mit anderen zusammen singen oder beten kann, dann fehlt mir wirklich was. Alleine ist das lang nicht so gut. Ich war auch sehr gespannt, wie das heute klappt. Und ich bin froh, dass wir so gute Musiker haben, mit denen es gemeinsam geht. Ich vermisse es auf der Straße auch sehr, dass man die Gesichter sieht, wenn die Menschen Masken tragen, den Geschäften. Und wenn wir die Videogottesdienste aufgezeichnet haben, hat es mir auch gefehlt, Gesichter zu sehen. Wir hatten zwar ein paar Leute vom Technikteam, aber die sind wie immer beschäftigt mit der Technik. Und so fehlt es, Rückmeldung zu bekommen. Vielen Dank für alle Rückmeldungen, die trotzdem kamen. Und ich habe vor allen Dingen gelernt, dass man als Pfarrerin seine Gemeinde braucht. Das war mir vorher nicht so bewusst. Wir alle brauchen Gemeinschaft. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei den Gruppen und Kreisen. Das fehlt immer noch. Mein Rücken sagt mir, dass ich die vergangenen Wochen zu wenig die erforderlichen Übungen gemacht habe. Ich könnte dies ja auch zu Hause machen, aber irgendwie ist es einfacher, dies zu tun, wenn ich mir Zeit nehme, ganz bewusst. Und darum vermisse ich den Zugang ins Fitnessstudio oder ins Thermalbad. Ich bin dafür etwas mehr Rad gefahren. Und immer wenn ich an den abgesperrten Kinderspielplätzen vorbeigefahren bin, habe ich mir innerlich mit dem Kopf geschüttelt, wo lebe ich, dass man Kindern das Spielen verbieten muss. Und bei einer Beerdigung mit 10 angemeldeten und registrierten Personen und wehe, es wäre ein Elfter gekommen, dann hätten wir abgebrochen, ist mir ganz neu bewusst geworden, wie wichtig die Gemeinde gerade in der Trauer für Betroffene ist. Und wie es eine wichtige Anerkennung des Lebens ist, wenn viele Menschen Anteil nehmen können, das tut gut und das hat gefehlt. Und was ich bis heute unerträglich finde, ist, dass es verboten war, seine kranken Angehörigen im Krankenhaus zu besuchen, obwohl ja gerade dieser Kontakt ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses sein kann. Am meisten habe ich aber vermisst, dass wir als Kirche und Gemeinde nicht so für die Mitmenschen da sein konnten, wie wir es sonst gerade in schweren Zeiten gewohnt sind. In den Sommerferien machen wir Kinderferienprogramm, weil die armen Kinder, die nicht in die Fernreise in Urlaub dürfen, ja auch was Tolles haben sollen. Das durften wir nicht. Uns waren die Hände gebunden. Keine Vesperkirche, um nur ein Beispiel zu nennen. Was ist mit diesen Menschen, die unsere Hilfe sonst so nötig brauchen? Ich gebe aber zu, ich habe die Zeit am Anfang auch etwas genossen. Die Entschleunigung, die am Anfang eingetreten ist, die freien Autobahnen, die Achtsamkeit, die unsere Gesellschaft einüben musste, und von der hoffentlich auch dauerhaft etwas übrig bleibt. Und die Erkenntnis, dass wir das Klima doch retten könnten, weil es ja doch mit weniger Flugzeug, ohne Kreuzfahrten und ohne Auslandsreisen geht. Wir haben in dieser Zeit eine neue Solidarität entdeckt und gelernt. Es haben sich wie bei der Flüchtlingskrise viele Menschen gefunden, die bereit waren und sich ehrenamtlich engagiert. Oder dass jetzt aktuell viele erwachsene Kinder für ihre betagten Eltern einkaufen gehen, ist ja auch in dieser Form ganz neu und auch eine Art von spürbarer Hinwendung. Manchen von unseren Betagten tut das richtig gut, dass ihre erwachsenen Kinder ein- oder zweimal in der Woche nach ihnen schauen, für sie etwas tun. Himmelfahrt. Jesus ist entschwunden, nicht mehr da.
Die Nähe, die den Jüngerinnen und Jüngern so gut getan hat, ist nicht mehr möglich. Und doch, so unser Glaube, ist Christus unter uns, ist er gegenwärtig, können wir ihn spüren. Diesen Gedanken können wir übertragen auf unsere Beziehungen. Wir können uns eben doch ganz nahe sein, ohne uns zu berühren. Innerlich nahe sein in Gedanken und Gefühlen. Wie ist das zum Beispiel, wenn ich zu jemandem sage, der jetzt vor einer Prüfung steht, ich denke an dich, ich bete für dich. Das stärkt doch diese Person, diesen Prüfling. Und es kann durchaus sein, dass er dann vor seinen Aufgaben sitzt und spürt, die, die an mich denken, sitzen jetzt mit mir gefühlt da. Ich bin gar nicht alleine, sondern ich habe Helferinnen und Helfer. Und es ist, wie wenn wir gar nicht alleine sind in dieser Situation, sondern jemand bei uns ist. Und das kann helfen, das kann die Prüfung, die Herausforderung einfacher machen. So können auch unsere Kranken und Alten in den Krankenhäusern und Altenheimen vielleicht, kann es ihnen auch so gehen. Wir sagen, wir denken an dich, wir sind nahe bei dir in Gedanken. Wir können Nähe geben, ohne leibhaftig da zu sein. So wie Christus uns Nähe schenkt, obwohl wir ihn nicht sehen und anfassen können. Noch ein Blick auf die Jünger. Ich dachte immer, das sei eine moderne Zeiterscheinung, dass man seine Erwartungen auf andere projiziert und lieber delegiert und nicht selbst für etwas gerade stehen muss. Aber nein, die Jünger waren auch schon firm. Wirst du es tun für uns? Das ist ihre Haltung. Die Antwort Jesu, niemand weiß, wann es entsteht, dieses Reich. Aber ihr werdet es tun. Nicht die anderen, nicht irgendjemand. Ihr seid gefragt. Ihr seid jetzt gefragt, in dieser Situation, wenn ich gehe, zu sehen, wie ihr diese Welt aufbaut, mein Reich baut. Natürlich nicht aus eigener Kraft. In dieser Erzählung wird fast schon versprochen, dass eine Kraft aus der jenseitigen Welt, dem Himmel Gottes, dies ermöglicht. Es wird eine Verbindung geschaffen, die unzertrennbar ist. Mit dieser Verbindung schaffen wir die neue Solidarität und den neuen Weg, auch in der Corona-Krise. Und dann, als Jesus nach dieser Erzählung im Himmel ist, eine bezeichnende Situation. Da stehen die Jünger und starren in den Himmel, was sie da wohl sehen oder erwarten, von was die Jünger wohl träumen, von was wohl wir träumen. Da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen und die holten sie wieder in die Realität. Was glotzt ihr da in den Himmel? Auf was wartet ihr? Gibt es da oben etwas? Meint ihr, da fällt jetzt was vom Himmel herunter, ein Geldsegen oder ein neues Gewand, das euch verwandelt oder irgendwelche Werkzeuge, um die Corona-Krise zu lösen? Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel? Das galiläische Männer ist ganz wichtig. Sie kommen aus Galiläa. Ihnen wird gesagt, wo sie herkommen. Ihnen werden die Füße auf den Boden gestellt. Ihnen wird gesagt, wo ihr Platz ist, nämlich in Galiläa bei den Menschen. Uns wird im übertragenen Sinne so auch gesagt, wo unser Platz ist, nämlich im Alltag und bei den Menschen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, werdet etwas empfangen und werdet in der Lage sein, durch eure Verbindung zu Jesus Christus die neuen Wege und Situationen zu meistern. Und so wird deutlich, dass das, was wir mit Himmel verbinden, letztlich unverfügbar ist. Und doch werden wir ermutigt, unsere Hoffnung auf den Himmel zu richten, mehr zu erwarten als das, was wir heute für möglich und realistisch halten, aber nicht als etwas, was vom Himmel fällt, sondern als eine Kraft, die unter uns und in uns und durch uns wirkt. Das ist die Verheißung der Himmelfahrt. Ich möchte zum Ende eine ganz kleine Anekdote erzählen, von einem jüdischen Lehrer, einem Rabbi, einem, der so in der Theologie schwebt, sozusagen, wo man denkt, ja, das sind ja die, die Fragen beantworten, die keiner hat. Von einem Rabbi ging die Sage, dass er jeden Morgen vor dem Frühgebet zum Himmel aufsteige, also in die höchsten Sphären des Glaubens. Ein Gegner lachte darüber und legte sich vor Morgengrauen auf die Lauer. Da sah er, der Rabbi verließ als Holzknecht verkleidet sein Haus und ging zum Wald. Der Gegner folgte von Weitem. Er sah den Rabbi Holz fällen und in Stücke hauen.
Dann lud der Rabbi sich das Holz auf den Rücken und schleppte es in das Haus einer armen, kranken, alten Frau. Der Gegner spähte durch das Fenster und er sah den Rabbi auf dem Boden knien und den Ofen anzünden. Als die Leute später den Gegner fragten, was es denn nun auf sich habe mit der täglichen Himmelfahrt des Rabbis, sagte er, er steigt noch höher als bis zum Himmel. Amen. Wir singen jetzt ein passendes Lied, da berühren sich Himmel und Erde, weil das ist ja wichtig für unseren Glauben, dass Himmel und Erde sich berühren. Wir haben das Lied auf dem Liedblatt. Bei uns zu bleiben, bei uns zu sein bis am Ende dieser Welt. Zu ihm dürfen wir kommen mit all unseren Anliegen, mit all unseren Bitten. Und so wollen wir jetzt auch Fürbitte halten. Und auf jede Fürbitte antworten wir mit dem Satz, wir bitten dich, erhöre uns. Wenn wir denn Fürbitte halten, bringen wir die Welt vor Jesus Christus, der in den Himmel aufgefahren ist und zu Rechten Gottes sitzt. Ihn bitten wir für deine gemeinsame Kirche, für alle, die Verantwortung in der Welt tragen. Schenke ihnen Einsicht, Gerechtigkeit und Fürsorge für die Menschen in der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die keine Hoffnung mehr haben und vom Himmel nichts mehr erwarten, sei du bei ihnen mit deinem Segen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die nicht wissen, woran sie sich orientieren und halten können, gib ihnen Zuversicht auf einen neuen Weg. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die gestorben sind in der Hoffnung auf das neue Leben bei Gott, lass sie deine Herrlichkeit schauen. Wir bitten dich, erhöre uns. Du, Herr, schenkst uns das Leben auf dieser Erde und darüber hinaus. Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir auch beten, wie es uns Jesus Christus selbst zu beten gelehrt hat. Und wer möchte, darf dies gern auch wieder tun, mit Körper und Sprache, mit den Gesten zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Zum einen für unsere ganz tolle Musikband, die sich so ein bisschen ad hoc gefunden hat. Erst kurz nachdem wir diese Gruppe zusammengestellt oder angefragt hatten, hat sich ergeben, dass auch die Bläser jetzt wieder in größerer Zahl bei Gottesdiensten im Freien spielen dürfen. Das werden wir auch bald wieder haben. Aber deshalb danke für die kleine Truppe, die uns so einen Vorgeschmack und einen Gruß auf den Weg gespielt hat. Einen herzlichen Dank auch an die Technik. Wilfried Möhring von der Methodistischen Gemeinde hat alles aufgebaut hier. Wir haben das Klavier gestellt bekommen. Wir haben auch wieder jemand, der diesen Gottesdienst filmt. Wenn es irgendwie gelingt, diese Bilder zusammenzustellen, dann wollen wir sie auch wieder ins Netz per Video sichtbar machen und da reinstellen. Auch, ja, auch dafür ist vielleicht mal ein großes Dankeschön fällig. Das war ja ein bisschen was von dem, was uns über diese Wochen und Tage zumindest als evangelische Gemeinde getragen hat. Aber ich glaube, die Katholiken haben auch jeden Sonntag Filme gezeigt. Ja, wir haben auch jeden Sonntag Videogottesdienst gehalten. Viele Möglichkeiten, Kontakt zu halten. Das Opfer heute ist bestimmt für die Brücke in Blochingen. Das ist eine gute Tradition. Früher war es ein Verein, den wir als evangelische Kirchengemeinde mit unterstützt haben. Aber wir wollen das immer noch
durch unsere Geldspende tun. Inzwischen gehört die Brücke Blochingen einfach zur Diakonie in Esslingen. Menschen mit psychischen Erkrankungen finden dort Heimat in einer Tagesstätte. Unten direkt am Bahnhof ist dieses Gebäude. Und es gibt dort auch für alle Sozial- und Lebensberatung, also tatsächlich auch in Blochingen eine Anlaufstelle. Wir bitten Sie, Ihre Spenden einfach am Ausgang, auch hier wieder mit Abstand, in Körbchen zu legen. Liedblätter darf man da auch auf die Stühle legen, wenn man sie loswerden möchte, aber man darf sie natürlich auch gerne mit nach Hause nehmen. Im Anschluss findet der zweite Gottesdienst statt und wir bitten Sie darum, das Gelände möglichst zügig zu verlassen. Und es ist tatsächlich einfach wie bei einer Straße, Verkehr rechts raus, links kommen die anderen rein. Und wir bitten auch. Und wem der Gottesdienst so gut gefallen hat, er darf rausgehen und dann wieder reinkommen und noch einmal mitfeiern oder die Predigt noch mal anhören. Also das ist durchaus die einzigste Chance, die hat man sonst nie. Zweimal hintereinander. Ja, man muss halt hier anfangen, auf der Seite rausgehen und dann erst die, die da drüben sitzen. Nun möchten wir gemeinsam Ihnen Gottes Segen für Ihre und Eure Wege zusprechen. Wir bitten dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Der Gott des Friedens möge uns mit seinem Geist Mut geben, unsere Wege in diese Welt zu gehen und so ein Stück weit den Himmel und die Begeisterung auf dieser Erde spürbar werden zu lassen. Er setze unsere Kräfte in Bewegung, sodass Gerechtigkeit wächst und große Freude alles erfüllt. Und so segne uns der Allmächtige, der treue und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank fürs Mitfeiern in diesem Gottesdienst und einen schönen Himmelfahrtstag. Engel befohlen über dir, dass